Flipflop heute im Wilden Westen. Mit dabei die Klasse 6a der Volksschule Eckersdorf bei Bayreuth. Die 6b der Goethe-Volksschule Augsburg. Und die Klasse 6 der Primarschule Grub bei St. Gallen in der Schweiz. Oh, ich glaube, die Luft ist rein. Sicheres Versteck hier. Ihr glaubt nicht, was für ein mulmiges Gefühl es ist, wenn du weißt, auf deinem Kopf stehen 10.000 Dollar. Ihr werdet mich hoffentlich nicht verraten, dass wir die Stunde hier gemeinsam durchstehen können. Herzlich willkommen zu Flipflop im Wilden Westen. Herzlich willkommen hier im Studio. Schaut ihr alle gern Western? Ja! Prima. Dann sind ja alle bestens darauf vorbereitet, auf das, was jetzt hier geschieht. Unser Spiel startet heute richtig im Saloon, wie sich das gehört. Für euch richtige Revolverhelden würde es sicherlich schwierig, denn ihr kennt ja doch nur euer Feuerwasser, den Whisky. Es müssen nämlich Getränke erraten werden und der Whisky ist garantiert nicht dabei. Vor jedem ersten Flip-Flop-Spiel, so auch heute, steht unsere Tippabgabe. Und es beginnt die Klasse aus Eckersdorf. Yeah! Tipp Nummer 2 aus Augsburg. Und der dritte aus Grub. Ja! Yeah! 160 Punkte wandern in den Punktesack. Die gibt es nachher mindestens für die Siegermannschaft. Die Klassen aus Augsburg und Eckersdorf tippen sich auf den ersten Platz. Die Klasse aus Grub tippt sich auf den dritten. Kitty hat schon den ganzen Tag gemixt und gemacht, um für euch die tollsten Drinks hier zusammenzustellen. Und dürft ihr mal testen, was euch am besten schmeckt und vor allen Dingen erraten, was das da ist, was wir in unseren Bechern haben. Ihr seid soweit? Ja. Kann's losgehen? Achtung, fertig. Die Angelika aus Augsburg fängt an. Die Augsburger trinken viel, darum haben wir dich als Erste reingelassen. Was magst du für einen Drink? Nummer 9. Nummer 9? Karottensaft. Das ist kein Karottensaft, das ist Grapefruitsaft. Leute, nix. Die Zeit zählt immer mit, ihr habt es gemerkt im Bild. Jetzt ist Grub dran. Brigitte, was darf ich dir anbieten? Nummer 2. 2? Bananensaft. Kakao. Kakao. Wollen wir das jetzt noch gelten lassen? Sofort verbessert? Ja! Lass mal gelten, richtig. Kakao. Kein Bananensaft. Christina, was darf es sein? Nummer 11. Die Nummer 11? Zeit läuft runter. 3 Sekunden noch. Und jetzt ist sie aus. Es wäre Ananassaft gewesen. Kein Punkt. Nach Eckersdorf. Wir fangen wieder an in Augsburg. Jochen, was hättest du gern? Nummer 7. Kitty, die 7. Lässt es auf der Zunge zergehen. Zeit ist halt rum. Ah, vorbei. Es schmeckt komisch, weil es Karottensaft ist. Karottensaft schmeckt immer komisch. Silvia, was darf es sein? Nummer 1. Nummer 1? Prost. Karottensaft. Ich habe jetzt auf deiner Lippe sogar schon gesehen, das ist Milch. Und wir fangen wieder, wir machen weiter. Jetzt in Eckersdorf. Silvia, nein, Melanie, was hättest du gern? Nummer 5. 5? Birnensaft sollte es sein. Oh, kein Punkt nach Eckersdorf, leider. Beate, für Augsburg, ein weiterer Drink. Was darf es sein? 10. 10. Orange. Orangensaft, ja! Ein Punkt nach Augsburg. Tamara aus Grub in der Schweiz, hast du Durst? Die Nummer 3. Auf die Nummer 3. Karottensaft. Nee, rote Beetesaft wäre es gewesen. Oh, ein roter Tropfen auf deiner Lippe hätte es verraten. Frank aus Eckersdorf. Die 12. Die 12, jetzt ist nicht mehr so viel Auswahl. Bananensaft. Ja, Bananensaft. Ein Punkt nach Eckersdorf.
Und drei dürfen noch. Jede Mannschaft noch einmal. Sonja für Augsburg. Nummer 4. 4? Gemüsesaft. Ja, aber was für ein Gemüse? Schmeckt es mal wie? Welches Gemüse schmeckt so schon? Ich finde eigentlich. Ich glaube, dieses Kraut da, Dings, das, wie heißt denn das? Aha. Sauerkrautsaft. Wer ist dir doch eingefallen? Oh, schade. Oh, so nah dran und es hat dann doch nicht geklappt. Karin, was darf sein? Die Nummer 8. Nummer 8. Kartoffelsaft. Das scheint ja auch nicht zu schmecken. Es war Tomatensaft. Leider nix. Kein Punkt nach Grub bei diesem Spiel. Und das letzte. Das ist die Nummer. Was haben wir da noch übrig? Die Nummer 6. Martin, was haben wir da? Zweifelige Blicke. Gurkensaft. Nee, fängt auch mit A an, Apfelsaft. Pech. Kein Punkt nach Eckersdorf. Genug getrunken. Kitty, darf ich dir was anbieten? Nimmst du dir noch eins raus, ja? Und herzlichen Dank für die tolle Barbedienung hier. Unser Computer hat die ganze Zeit mitgezählt, die Punkte, die hier ertrunken wurden. Und jetzt schauen wir mal, werfen wir mal einen Blick auf unseren Monitor. Ich müsste ein bisschen schielen. Alle Mannschaften haben jeweils einen Punkt bekommen. Tja, wenig. Aber wir multiplizieren. Das Ganze wird mal 160 genommen, denn die sollte es mindestens für die Siegermannschaft geben. Also alle drei Klassen bekommen 160 Punkte. Da könnt ihr euch schon mal drüber freuen. 160 Punkte sind ein wunderbarer Anfang. Und das hatten wir noch ganz selten, dass alle drei Klassen gleichzeitig auf dem ersten Platz landen. Die Augsburger hatten sich auch dorthin getippt. Dafür gibt's 50 extra Punkte. Genau das gleiche gilt für die Eckersdorfer. Auch 50 extra Punkte. Na, und die Gruber sind immerhin besser geworden. Sie sind nicht auf den dritten Platz gekommen, wie erwartet, sondern auch auf den ersten. 20 Belohnungspunkte dafür. Willkommen auf der Drehscheibe. Zwischendrin schieben wir immer unsere Drehscheibenrunde ein. Und ein Spiel, das hat sich als das beliebteste überhaupt bei euch herauskristallisiert. Und das ist die Geschichte mit den großen Luftballons, die nicht wegfliegen dürfen. Das wollen wir heute die ganze Sendung hindurch spielen, damit mehr Leute mal die Möglichkeit haben, auch dran zu kommen und selber zu zeigen, wie geschickt sie mit den großen Luftballons sind. Verschwindet mal, dass wir Platz haben für unsere Mitspieler. Und da seht ihr genau das, was nachher nicht passieren darf. Die Luftballons dürfen nämlich nicht nach oben wegfliegen. Wenn der Ballon zuerst auskommt, der kriegt 0 Punkte, ansonsten 25 oder 50 Punkte. Her mit euch! Frank, Nadine, Marelli, sucht euch euer Feld und holt euch den Ballon ganz weit runter. Und dann mit einem Fuß drauf drehst du dich um, Nadine, dass wir was von dir sehen. So. Mit einem Fuß drauf, ein bisschen weiter runter noch. So. Du hast ihn gut. Du hast ihn auch gut. Jetzt ziehst du noch ein bisschen weiter runter, wie die anderen beiden. Dann könnte es doch eigentlich losgehen. Die Scheibe beginnt sich zu drehen. Das Kommando gilt. Achtung auf der Flip-Flop-Scheibe. Standfestigkeit ist gefragt. Und der gelbe Ballon stieg in den Himmel. Nadine, du bist leider raus. 0 Punkte nach Augsburg. Feuert mal eure Mitspieler an, da sind die viel besser. Der rote Ballon ging zuerst hoch von der Marelli. Der Frank ist zwar gepurzelt, aber hat es geschafft, den Ballon unten zu halten, unter seinem Fuß. Das heißt, 25 Punkte gehen nach Grub und 50 Punkte nach Eckersdorf. Wir werfen alle Punkte zusammen. Rechnen, 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 rechnen. Das ist der Zwischenstand. Es liegt in Führung. Die Klasse aus Eckersdorf mit 260 Punkten. Vor der Mannschaft aus Augsburg mit 210 Punkten. Und Mannschaft Nummer 3 momentan, unsere Schweizer, mit 205 Punkten. Die Klasse aus Grub. Hier in dieser Gegend ist es in letzter Zeit ziemlich ungemütlich geworden. Da haben sich nämlich die Besitzer zweier Farmen ganz furchtbar verkracht. Und die einzelnen Cowboys von diesen Farmen bekämpfen sich gegenseitig. Oh, um Gottes Willen, das wird knapp. Ihr verschwindet jetzt sofort.
raus hier, wir brauchen Platz für unsere Mitspieler. Die sollen nämlich raufen und die sollen das entscheiden, wer hier welches Weideland kriegt und wer die meisten Punkte bekommt. Doch vorher gibt's wie immer unsere Tipps. Der erste Tipp kommt aus Augsburg. Yeah! Tipp Nummer 2 aus Grub. Da sitzen die absoluten Super-Cowboys. Tipp Nummer 3 aus Eckersdorf. Yeah! Wir sind in der Mitte. 200 Punkte wandern in den Punktesack. Die Mannschaft aus Grub tippt sich auf den ersten Platz. Die zweiten werden die Eckersdorfer, meinen sie noch im Moment. Und auf den dritten kommen die Augsburger. Bei diesem Spiel geht es also darum, dass nun zwei auf unserer Scheibe raufen miteinander, dass sie sich versuchen, gegenseitig von der Scheibe herunterzuschieben und dabei fair sind. Es gibt kein Hauen, kein Schlagen, nichts, nur runterschieben. Unsere ersten zwei sind bereit. Unser Spielkommando heißt, Achtung, fertig, Setzung! Oh. Da war der blaue Fuß zuerst runter von der Scheibe. Das heißt, es gibt 18 Punkte nach Grub für den Martin. Unsere nächsten beiden Raufer sind Marc und Martin aus Grub und aus Augsburg. Und das Kommando gilt. Der Sieger ist der Martin aus Grub, der Marc aus Grub, Entschuldigung, Martin aus Augsburg zuerst runter, 17 Punkte wieder nach Grub. Jörg und Benedikt, ihr seid unsere nächsten beiden Raufer. Komm her. Ihr seid soweit und es geht los. Da hat Eckersdorf gesiegt. Jörg hat am besten gerauft. 18 Punkte in die Punktekasse von Eckersdorf. Mario und Urs sind unsere nächsten beiden Raufer. Ihr seid soweit, es geht los. Ui, ui, ui. Das ging runter. Grub hat gesiegt. In der Schweiz, da sitzen die richtigen Raufer. Mario war leider nichts. Wir raufen wieder. Daniel für Eckersdorf und Jochen aus Augsburg. Halt, halt, Moment, Moment, erstmal in Position gehen. Unser Kommando gilt. Leider war der Eckersdorfer Fuß von der Scheibe. Augsburg hat hier gewonnen. 17 Punkte gehen nach Augsburg. Und unsere letzten zwei sind, genau, Michael und Eusebio. Achtung, das Kommando gilt. Ha, ha, ha. Ich muss erstmal aussprechen. Eusebio, rutsch noch ein bisschen weiter vor. Du stehst ganz am Rand schon. Ja. Achtung, fertig, los geht's. Gesiegt hat Grub. 16 Punkte für Grub und Augsburg ist leider leer ausgegangen. Ihr habt toll gekämpft. Das Weideland ist gut verteilt. 200 Punkte sollte es mindestens für die Siegermannschaft geben. Unser Computer rechnet, 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 rechnet. Wir nehmen mal 3 und folgendes Ergebnis kommt dabei heraus. Unsere Gruber, die besten Raufer aller Zeiten, 210 Punkte. Nach Eckersdorf gehen 54 Punkte. Und Augsburg bekommt 51 Punkte. Ganz knapp dran. Wie sieht es mit den Tipps aus? Die Augsburger hatten sich auf den dritten Platz getippt. Das ist eingetroffen. 50 extra Punkte für den richtigen Tipp. Die Eckersdorfer sind auch, wie erwartet, richtig auf dem Platz gelandet, auf dem sie gedacht hatten, dass sie kommen würden. 50 extra Punkte nach Eckersdorf. Und das gleiche nochmal für Grub. 50 Punkte für euren ersten Platz. Die nächsten Punkte gibt es wieder auf der Drehscheibe bei unserer Zwischenrunde, bei der es darauf ankommt, die Balance im Zaum zu halten. Die Scheibe beginnt sich jetzt zu drehen. Vorsicht, dass ihr mir nicht gleich am Anfang schon runterfällt.
ein Strick ist schon verloren gegangen. Moment. Steckst wieder drauf. Füße enger zusammen. Und dann gilt das Kommando Achtung auf der Flipflop-Scheibe. Der gelbe Ballon ist zuerst hochgeflogen von der Angela aus Augsburg. Der zweite ist der blaue aus Eckersdorf vom Adrian. 25 Punkte. Und du stehst immer noch drauf, Markus. Wunderbar. 50 Punkte gehen nach Krug. Ein Punktesegen in die Schweiz. Wie schaut's aus? Ein Zwischenstand von unserem Computer für euch. In Führung liegt die Mannschaft aus Krug. 515 Punkte. Gefolgt von den Eckersdorfern, 389. Und Schlusslicht momentan, aber nicht unendlich weit entfernt, alles aufholbar, die Augsburger mit 311 Punkten. Yeah! So, liebe Freunde, hier ist er nun, unser absoluter Höhepunkt. Sandra und We'll Be Together. Find a chance.
Unser Flip-Flop-Orakel ist gerade wieder zurückgekommen von einer äußerst beschwerlichen und staubigen Reise durch die Prärie. Sie war auf der Suche nach neuen Begriffen für euch und für unsere Klassen hier im Studio. Denn jetzt darf wieder geraten werden. Bei jedem Rätsel läuft ein Countdown. Die Restsekunden gibt es als Punkte für die Mannschaft, die richtig geraten hat, oder für die jeweils anderen Mannschaften, wenn falsch geraten wurde. Ihr werdet staunen, wie gut sich Karlin mit dem Wilden Westen auskennt. Und ich hoffe, wir werden staunen, wie gut sich unsere Klassen im Wilden Westen auskennen. Doch erst einmal kommen die Tipps. Der erste auf Grub. Yeah! Nun geht der Cowboy aus Eckersdorf an den Start. Yeah! Tipp Nummer 3 aus Augsburg. Diesmal packen wir es. Das war die eindeutige Aussage der Augsburger. 200 Punkte wandern in den Punktesack. Augsburg tippt sich auf den ersten, Grub auf den zweiten und Eckersdorf auf den dritten Platz. Und nun herzlich willkommen unser Flip-Flop-Orakel Karlin. Das große Rätselraten darf beginnen. Achtung, fertig. Er ist aus Zedernholz. Mit vielen Schnitzereien versehen und reich bemalt. Man benötigt den... Totempfahl! Das ist der Totempfahl. Das ist okay, das gilt. Ja. 22 Punkte nach Augsburg. Der zweite Begriff. Du triffst den Mais dort, wo kaum Menschen sind. Er lebt in der Natur. Er ist ein Einzelgänger. Tiere sind für ihn wichtig. Er stellt Fallen und... Grub, Stefan, was soll das gewesen sein? Traktor! Ja, das ist richtig. 21 Punkte. Der nächste Begriff. Sie ist groß, weit und einsam. Schon wieder Grub. Prärie! Die was? Prärie! Die Prärie, ganz richtig. Komm gar nicht da so nah ans Mikro. Wir hören dich auch so. Nur deutlich sprechen, wunderbar. Der Begriff Nummer 4. Deine Arbeit verrichtet er draußen. Er ist praktisch und geschickt im Umgang mit Tieren. Er hütet sie. Cowboy. Der Cowboy, richtig, Stefan. Meine Herren, ihr seid schlau. Begriff Nummer 5. Sie waren erfinderisch, begabt und geschickt. Indianer. Das war der Alexander aus Augsburg. Es sind die Indianer, richtig. Wo ist es hier mit Eckersdorf? Macht doch auch mal ein paar Punkte. Vielleicht beim sechsten Begriff. Er arbeitet hart in der Natur. Er benötigt dazu seine Hände. Manchmal... Farmer. Der Farmer, richtig. 22 Punkte nach Eckersdorf, Anke. Super. Der nächste Begriff. Er hat eine wichtige Funktion. Manche fürchten ihn. Colt. Nein, der Sheriff wäre es gewesen, der Herr, der den Colt in der Hand hält. 23 Punkte nach Eckersdorf und nach Grub. Der achte Begriff. Er führt ein unsicheres Leben. Er arbeitet hart, oft ohne Aussicht auf Erfolg. Was er... Grub, Stefan? Goldsucher. Der Goldsucher oder Goldgräber, richtig. 21 Punkte nach Grub. Ihr habt die 100-Punkte-Marke überschritten und 109 und liegt ganz heftig in Führung. Zwei Begriffe gibt's noch, hier ist der neunte. Viele Menschen versammeln sich um dieser Veranstaltung. Für dieses Spiel 304 Punkte. Die Augsburger 92. Und die Eckersdorfer 2 Punkte weniger, 90. Aber ihr hattet ja vorher noch getippt. Da kann sich ja noch was ändern, da kann es noch ein paar extra Punkte geben. 50 extra Punkte, nämlich nach Eckersdorf. Ihr habt richtig getippt. Die Augsburger gehen leider leer aus, denn sie sind schlechter geworden, als sie erwartet hatten. Und die Gruber sind besser als vorher gedacht. Also 20 Punkte für diese Tippverbesserung. Und die nächsten Punkte gibt's wieder auf der Drehscheibe. Noch einmal kommt's an auf Geschicklichkeit, auf ein gutes Gleichgewichtsvermögen,
auf Konzentration auf unsere Drehscheibe. Die Ballons dürfen nicht wegfliegen. Die Scheibe setzt sich in Bewegung. Fang den Ballon erstmal wieder ein, Katrin. Und jetzt gilt das Kommando. Achtung auf der Flip-Flop-Scheibe. Füße zusammen, Angela. Letztlich der rote ist weggeflogen. 0 Punkte für Group. Und das war jetzt absolut gleichzeitig. Das war jetzt absolut gleichzeitig runter für Eckersdorf und für Augsburg. Das heißt, unser Computer rechnet, gibt 50 Punkte an Eckersdorf und an Augsburg. Und 25 Punkte nach Group. Ihr habt noch mal Glück gehabt. Dadurch, dass die gleichzeitig runtergefallen sind, habt ihr doch noch 25 Punkte in dieser Runde bekommen. Wir rechnen alles zusammen. Hier ist unser Zwischenstand vor dem letzten Spiel, vor dem großen Schluss, vor dem großen Finale. Die Mannschaft aus Group führt mit 864 Punkten. Vor der Klasse aus Eckersdorf mit 579 Punkten. Und die Dritten im Bunde, die Augsburger mit 453 Punkten. Eine ganz schön fesselnde Sendung bis jetzt, müsst ihr zugeben. Aber wie kommt ihr aus den Fesseln wieder raus? Und wir haben uns was überlegt für unser letztes Spiel. Und da zeigen wir euch das nämlich. Aus jeder Mannschaft ist ein Spieler gefesselt und ein Mitspieler muss versuchen, denjenigen zu befreien. Dabei haben wir uns natürlich, wie immer, eine kleine Tücke ausgedacht. Aber erst einmal gibt es die Tippabgabe. Noch einmal brüllen darf die Mannschaft aus Eckersdorf. Und der Tipp aus Augsburg. Ja! Der Tipp aus Group. So, die Augsburger und die Gruber sagen mal, jetzt zeigen wir es euch. 280 Punkte wandern in den Punktesack. Grub und Augsburg tippt sich auf den ersten, Eckersdorf auf den dritten Platz. Es ist alles vorbereitet. Wir haben unsere Mitspieler an die Totempfähle gebunden. Na, ich weiß, ein Totempfahl ist nicht gleich ein Marterpfahl. Und an Totempfählen werden Leute nicht gemartert, sondern die dienen zur Verehrung der Ahnen. Aber wir wollen ja auch niemanden martern, sondern es kommt ja auf die Geschicklichkeit beim Abwickeln an. Die Tücke, die wir nämlich eingebaut haben, ist, dass die Entfessler gleichzeitig sich fesseln müssen, während sie ihre Mitspieler abwickeln. Kann's losgehen? Kann's losgehen? Ja. Achtung! Fertig! Keiner verlässt den Saal. Ach du große Güte. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir hier gezählt und gewertet bekommen. Wo fange ich an? Hier in Group. Also alles abgewickelt. Ende des Seils hat die Nummer 50. 50 Punkte nach Group. Ist das was? Ja. Okay. Jetzt hier. Ihr habt mir natürlich ein Riesenproblem beschert. Denn du hast die Hälfte auf dem Boden liegen lassen, dann muss ich einige Punkte abziehen. Wo ist denn überhaupt hier das Ende?
Ach, du große Güte, das gibt Knoten. Ach, da haben wir mal die 14. Ach Gottchen, 14, 50 Minuten, ne, 14 Punkte ist nicht das höchste, Moment, es ist ja, kommt jetzt das hier, 38 ist die höchste Punktzahl, die abgewickelt ist, aber wie viele Punkte ziehen wir ab, so genau kann man es nicht festlegen. Wollen wir 8 Punkte abziehen, ist das okay? Ja. Für die Knoten, die hier am Boden liegen. 38 minus 8, 30 Punkte nach Augsburg, okay? Gut, und jetzt hier. Hier ist wieder alles vorschriftsmäßig vonstatten gegangen. Auch die 38, aber richtig abgewickelt. 38 Punkte an euch nach Eckersdorf. Komplizierte Wertung, aber es sollte überhaupt noch viel mehr Punkte geben. Unser Computer hat multipliziert. Er nimmt jetzt, um die 280 Punkte zu erreichen, mal mit dem Faktor 6. Und das ergibt folgenden Punktestand. Die Mannschaft, die am besten gewickelt hat, die Gruber-Klasse, bekommt 300 Punkte. Dann nach Eckersdorf gehen 228 Punkte. Und für die Knoten und die losen Schlingen gehen immer noch 180 Punkte nach Augsburg. Vielleicht gibt es dann auch noch ein paar Zusatzpunkte durch die Tipps. Die Augsburger haben sich auf den ersten Platz getippt, hat nicht geklappt. Null Zusatzpunkte. Die Eckersdorfer sind besser geworden als erwartet. Dafür gibt es 20 Zusatzpunkte. Und die Gruber sind wie erwartet auf den ersten Platz gekommen. 50 Zusatzpunkte in die Schweiz. Habt ihr zu Hause mitgerechnet? Wisst ihr schon, wer unser Sieger ist? Ich nehme es fast an. Doch bevor wir zu unserem großen Endergebnis kommen, seid erstmal ihr zu Hause dran. Habt ihr nach unserer letzten Sendung am 3. Januar beim Preisausschreiben mitgemacht? Dann wollt ihr sicherlich wissen, was war das da für ein Tier, das in der Kälte lebt, von dem bei unserem Orakel die Rede war. Nun, es war ein Pinguin, das wäre das richtige Lösungswort gewesen. Auch heute haben wir wieder Preise für euch, 300 Stück an der Zahl. Da wäre zum Beispiel dieses Stück hier, Keepers Tango und Twist heißt es, 100 Mal. Und da verbirgt sich etwas dahinter, wenn man hier aufschließt. Findet sich hier drin, nämlich ein Geheimfach, in dem man Dinge verstecken kann. Und was da einmal eingeschlossen ist, das bleibt geheim. Und nur wer den Schlüssel hat, kommt wieder an die Sachen. 100 Mal Keepers Tango und Twist. Dann 100 Mal das da aus der Fantasiespielzeugreihe Mask, den Bussard. Das sieht aus wie ein Rennwagen auf den ersten Blick, ist auch einer. Aber ein Knopfdruck genügt. Und schon hat man zwei Rennwagen. Und ein Düsenflugzeug. Und auch das haben wir 100 Mal für euch. Und es fehlen noch 100 Preise. Und da gibt es dann sowas. 100 Mal die Eisenbahn zum selber zusammenbauen und damit spielen von Lego. 100 Lego-Eisenbahnen, also auch noch für euch. Macht zusammen 300 Preise. Und um einen davon zu gewinnen, müsst ihr uns eine Postkarte schreiben mit der richtigen Lösung auf unsere heutige Orakelfrage. Und die kommt jetzt. Er ist stolz, mutig, tapfer und schön. Sein langes, schwarzes Haar reicht ihm weit über die Schultern. Er ist der Häuptling eines Indianerstammes. Mit einem Bleichgesicht namens Old Shatterhand verbindet ihn Blutsbrüderschaft. Ich bin ganz sicher, dass du weißt, wie er heißt. Den Begriff, den wir hier suchen, schreibt ihr bitte auf eine Postkarte. Die schickt ihr an uns. Einsendeschluss ist der nächste Dienstag, der 21. Februar. Und die Adresse für eure Postkarten zeigen wir euch am Schluss der Sendung. Und nun ist es soweit. Das feierliche Endergebnis der 28. Flipflop-Sendung. Siegermannschaft heute Nachmittag ist die Klasse aus Grub in der Schweiz mit 1214 Punkten. Die stolzen Zweiten sind die Eckersdorfer mit 827 Punkten. Und die nicht minder stolzen Dritten sind die Augsburger mit 633 Punkten. Vielen Dank fürs Mitmachen. Es gibt wie immer als Belohnung Medaillen. Darf ich um die Bronze-, Silber- und Goldmedaillen bitten?
einmal Bronze nach Augsburg. Dürft ihr euch nochmal richtig feiern und applaudieren? Lasst es nochmal toben. Silbermedaillen für Eckersdorf. Herzlichen Dank fürs Mitmachen. Kitty kann nicht nur köstliche Drinks servieren, danke, sondern auch Goldmedaillen. Auf dem ersten Platz unsere Gäste aus der Schweiz, die Klasse aus Grub. Und das ist noch nicht alles. Es gibt nicht nur die Medaillen, es gibt auch den großen goldenen Flip-Flop-Pokal der 28. Sendung. Wer nimmt ihn entgegen? Von allen Mitspielern nochmal einen Riesenapplaus für unsere Sieger aus Grub. Das war's für heute. Das war unsere 28. Flip-Flop-Sendung. Wir sehen uns wieder am 28. März. Wäre schön, wenn ihr wieder alle mit dabei seid. Bis dahin, tschüss und servus.